So, Dalle, Bastelzeit. Und ich habe einfach mal in meine Sensorliste gegriffen und habe einfach random irgendwas rausgezogen, was wir hier noch nicht hatten. Das wäre das hier. Okay, kleines Ding. Ich kann zum Glück relativ gut anhand des Screens zuordnen, was das hier ist. Das ist nämlich ein Herz. Das hier dürfte ein Pulssensor sein. Okay, Pulssensor hatte man schon mal irgendwie so ein paar Mal gesehen. Unter anderem halt, ich glaube, ich hatte hier das Ding hatte ich mal gezeigt. Das ist so ein Smartwatch. Bandgedönse und auf der Rückseite sehen wir es hier. Da blinkt es fleißig vor sich hin mit ein paar Lampen und einem Sensor in der Mitte. Und so erkennt der hier, ja, theoretisch zumindest, den Puls. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Set hier im Prinzip dasselbe machen soll. Nur dann halt so, dass wir selber drankommen. Das heißt also zum Beispiel mit irgendeinem Arduino, ESP8266, ESP32 oder ähnlichem das Ganze selber dann bauen können. Nun werde ich mit Sicherheit mit den Dingern keine Smartwatch bauen. Da gibt es zwar ein paar Bausätze für, aber ehrlich gesagt, die sind meistens nicht vom Strom her für Smartwatch geeignet. Aber hey, mal gucken, was wir dabei rauskommen. Der Sensor sieht relativ überschaubar aus. Wenn wir uns den hier mal rausoperieren, dann können wir schon sehen, der hat einfach nur 3 Pins. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so viel. Dummerweise sind sie aber auch nicht nennenswert beschriftet. Na super. Ja, gut. Dann gehe ich wohl mal online und werde mich umschauen, ob man da zufällig irgendwo eine sogenannte Anleitung finden, wo ein bisschen mehr draufsteht. Ich meine, links steht S, das könnte Signal sein. Aber ja, den Rest, ich meine, man kann es natürlich ausmessen, einfach mit dem Multimeter gucken. Aber wenn wir irgendwie ein Pinout haben vorab, ist das wahrscheinlich einfacher. Aber gucken wir gerade nochmal hier. Ah, never mind. Wenn wir hier auf dem Mikroskop gucken, sehen wir sogar was, wohin gehört. Das macht es natürlich einfacher. Denn hier unten, da haben wir das S ja schon eben gesehen. Aber hier in der Mitte, da ist so ein ganz kleines Plus hier und da ist ein Minus. Also ja, Plus, Minus und Signal. Das klingt schon mal so, als ob wir das hinbekommen. Ansonsten, was wir hier sehen, sind jede Menge Kondensatoren. Hier 3, hier unten 2. Eine Diode, Widerstandszeugs und in der Mitte das Ding hier. Das sieht mir erstmal so aus wie eine LED, die man quasi rückwärts eingelötet hat. Wenn wir die mal hier ein bisschen drehen, sagen wir, die sieht mir nicht so aus, als ob die Beinchen dafür gedacht waren, dass die in diese Richtung sollten. Das sieht mir eher aus, als ob man die einfach auf den Kopf gestellt hat, statt extra eine rückwärtige zu holen. Ja, okay. Darunter ist eine Bohrung. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, dann sieht das hier so aus. Wir haben in der Mitte diese vermutliche LED, die durchs Loch geht. Und dann haben wir da irgendeinen Sensor in der Nähe. Und der sieht schon so ähnlich aus wie das vom Smartband. Lass mal gerade gucken. Haben wir das mal hier? Ähnlich. Ja, aber wenn wir hier gucken, ist das von der Smartwatch ist deutlich größer. Es wird irgendeine Art von Lichtsensor sein, der wahrscheinlich möglicherweise speziell auf die Rottöne reagiert, die wir ja erwarten für Puls. Denn ne, bei Puls messen wir ja irgendwas mit Blut. Und anhand von den Helligkeitsschwankungen müssen wir dann wahrscheinlich entweder selber oder vielleicht macht es hier drin auch schon irgendwas erkennen. Wo ist denn unser Puls? Was haben wir für Wellenformen? Speaking of, einen haben wir eben noch unterschlagen. Hier auf der Rückseite, da sitzt ein IC. Der ist hier oben. CFY5. Konnte ich jetzt so direkt nichts zu finden. Das ist ein SOT23-5, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste das hier sein. Ich gehe mal davon aus, dass das am Ende nur irgendwie ein Op-Amp oder sowas sein wird. Also nichts allzu Kompliziertes. Entsprechend würde ich auch sehr schätzen, dass hier das S, was da als Signal rauskommt, einfach nur eine analoge Spannung ist. Nun gut, wir wissen schon mal grob, was uns erwartet. Dann nehmen wir doch einfach mal hier das glücklicherweise mitgelieferte Käbelchen und schließen das vielleicht nicht an, weil das hat Stecker an der anderen Seite. Ich wollte es direkt an den ESP dranhängen. Ich suche mal ein bisschen Buchse-Buchse-Kram. Rot, grün, schwarz, rot, braun, schwarz. Mal rein damit und haben wir hier ein ESP. Und jetzt ist die gute Frage, läuft das Ding mit 3,3 Volt oder mit 5? Ich schätze, der hier wird mit beidem funktionieren. Ich werde es jetzt dann mal vorsichtshalber auf 3,3 anklemmen. Jetzt muss ich aufpassen, rot ist Minus.
Und braun ist plus. Bisschen schlecht angeschlossen, aber passt schon. So, die habe ich dann hier draufgeklemmt auf 3,3 und GND. Den Signal lasse ich erstmal offen. Einfach mal gucken, was passiert. Dann suchen wir noch ein Micro-USB-Kabel, geben mal Strom drauf und schauen, ob wir bereits eine LED sehen. Ich gehe eigentlich von ja aus, dass da nichts irgendwie an aktiver Ansteuerung ist. Hier ist nichts drauf, was irgendwie nach einem Prozessor oder so aussieht. Also das kleine Ding da oben glaube ich nicht, dass das groß was macht. Also wahrscheinlich keine digitalen Protokolle, wo man dann aktiv sagen muss, hier, pass mal auf, schalte dich mal an oder sowas. Ich gehe mal davon aus, Strom drauf reicht. Also drehen wir mal hier das Licht ein bisschen runter und schauen, was er draus sagt, wenn ich hier einstecke. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt einfach die Lampe hier angeht. Das mal so, dann können wir es ja ganz fein sehen. Und so. Okay, dann an und jo. Wir haben eine grüne Lampe. Grüne Lampe leuchtet grün. Wir haben ja auch eben gesehen, bei der Smartwatch wird auch grünes Licht benutzt. Ich gehe mal davon aus, grünes Licht geht besser durch den Finger durch, weil Finger rot und rot wird entsprechend rotes Licht würde der Finger dann quasi absorbieren. Grün dürfte dann wahrscheinlich besser durchgehen. Das ist die Frage, machen wir den direkt an ADC? Ich glaube, das müsste funktionieren. Hier der ESP8266 hat, glaube ich, eine Schaltung drauf, dass er hier oben beim ADC-Pin eine analoge Spannung bis 3,3 Volt ab kann. Und mehr erwarte ich da jetzt auch eigentlich nicht. Also hau mal direkt ran. Ich weiß, es ist ein bisschen böse jetzt, ohne was vorher zu messen, aber nee, wird schon schief gehen. So, fehlt noch ein bisschen Software. Ich gebe jetzt erstmal die analogen Werte einfach so aus. Dann sollten wir mit etwas Glück schon was sehen. Gut, auch auf PC-Seite gehen wir den einfachen Weg. Ich habe gerade einfach mal Arduino hier hochgefeuert. Also schauen wir mal, was brauchen wir? Wir brauchen ein Pin-Mode A0 auf Input. Und wir machen ein Serial brauchen wir auch noch. Serial.begin 115200. Das heißt, wir sagen, der A0-Pin, wo wir unseren Eingang dran haben, den Sensor dran haben, der soll als Eingang fungieren bei unserem Controller. Wir wollen mit dem PC kommunizieren in folgender Geschwindigkeit. Das ist so ein Standard. Und dann sagen wir in der Loop einfach Serial Printline. Das macht dann noch einen Zeilenumbruch dahinter. Und was wollen wir ausgeben? Wir wollen ausgeben Analog Read von der A0. So, danach nicht direkt wieder alles rauswerfen, sondern Delay, sagen wir mal alle. Machen wir erstmal jede Sekunde, einfach nur um zu gucken, was passiert. Das wird für Puls nicht reichen, aber im Prinzip ist alles fertig. Gerade gucken. Nicht Arduino, ESP8266 NodeMCU habe ich hier. Da kompilieren wir das Ganze erstmal. Und trotzdem 25% vom Speicher. ESP doing ESP things. Ich hätte jetzt eigentlich etwas halbwegs Stabiles erwartet, aber das hier geht ein bisschen mehr hoch und runter als ich dachte. Aber gehen wir mal mit unserem Finger dran und okay, es tut sich auf jeden Fall was. Wow. Okay, gut. Erstmal so sieht das okay aus. Wir haben auf jeden Fall Änderungen, wenn ich mit dem Finger drauf gehe. Also wir können davon ausgehen, dass es der Sensor ist, den wir hier abfragen. Dann machen wir das ein bisschen anders. Wir machen den Delay immer runter auf 10 Millisekunden. Und das hoch. Dann kriegen wir natürlich deutlich mehr Daten. Auch hier holen wir uns mal wieder den seriellen Monitor. Okay, Finger drauf. Oh ja. Da sind definitiv, zumindest wenn ich weghole und hintue, sieht man sehr gut, wie da die Zahlen sich ändern. Was jetzt aber sinnvoller ist, ist der serielle Plotter. Der malt uns das nämlich als Zahlen hin, wenn ich jetzt mit meinen Fingern drauf gehe. Das sieht fast nach einem Puls aus. Es ist ziemlich viel hin und her drin. Das sieht man auf jeden Fall. Also da draußen Puls zu errechnen, könnte spannend werden, um es mal so rum zu sagen. Kriegen wir das hin, wenn wir den nur einseitig hier den Finger auflegen? Ist das eventuell besser? Ja, jetzt flackert es nicht mehr so. Das da ist aber auch definitiv nicht mein Puls.
So unregelmäßig ist er nicht. Okay, ich muss mir das jetzt erstmal angucken, ob ich da noch irgendwie was Sinnvolles finde zu oder ob der Sensor einfach nur so schlecht ist. Okay, das ist Unfug. Da kommen keine sinnvollen Werte raus. Jetzt kann es entweder sein, dass der Sensor wirklich so schlecht ist oder der hier das Problem ist. Ich habe hier noch einen Arduino gefunden, einen klassischen mit so einem AVR-CPU. Das hat zwei Vorteile. Nummer eins, wir haben 5 Volt. Eventuell, dass der Sensor mit 5 Volt besser klarkommt. Ich habe zwar online ein paar Datenblätter hier zu den Dingern gefunden, die sagen auch 3 Volt geht, aber sicher ist sicher. Von daher gehen wir nochmal dahin und ändern das hier. Und hierfür gibt es auch fertige Libraries, eventuell hilft das ja auch weiter. Also klemmen wir den hier mal auf Ground und 5 Volt. Wichtig nochmal, rot ist Ground. Jedenfalls so, wie ich das gerade angeklemmt habe. Und den hier machen wir dann auf A0. Der wäre der hier. 13, 3,3 Volt, RF, nein, einer daneben. Der hier. Okay, Mini-USB. Werde ich bestimmt auch noch hier finden. Dann spielen wir dieselbe Software einfach nochmal hier drauf auf. Gucken, ob das besser läuft. Also ändern wir das Ganze. Board ist dann jetzt ein Arduino. Gute Frage. Pro Mini. Ja, Pro Mini klingt gut. Selber Code. Und achtet jetzt mal drauf. Wir hatten eben ja eine Größe von, was war's? 262.116 Byte. Jetzt das Ganze nochmal mit AVR. Da kommen wir gerade mal auf 2000 Byte oder 2022. Also deutlich weniger Platzverbrauch, einfach weil es hier nativ auf der CPU läuft. Bei einem ESP ist dann noch ein komplettes Betriebssystem quasi dazwischen. Das möchte da auch noch mitreden. Was sagt der serielle Monitor? Wir haben wieder Zahlen. Was sagt es, wenn ich mit meinen Patschähnchen da dran gehe? Nicht viel, würde ich behaupten. Machen wir mal den Plotter wieder an. Okay, das ist nicht ganz, was ich erwartet habe, oder? Moment, habe ich was falsch angeschlossen? Ah, okay. War ein Problem mit dem Kontakt. Aber auch mit Kontakt, meh. Okay, haben wir hier eine Plastiktüte oder irgendwas? So, einfach mal drüber legen, dass wir keinen direkten Kontakt haben. Elektrisch zumindest. Mal gucken, ob das besser wird. Wenn ich ja sage, würde ich lügen. Was auch immer das hier ist, es ist nichts, wo man einen Puls rauslesen kann. Okay. Also, was nun? Am Code glaube ich nicht, dass es daran hängt. Ein Analog Read auf der seriellen Schnittstelle auszugeben, da ist nicht viel, was man falsch machen kann. Hardware, Controller-mäßig, eigentlich auch nicht. Ich habe hier ein ESP benutzt und jetzt einen Arduino-Nachbau. Also von daher zwei verschiedene Controller, zwei Spannungen, die beide angeblich unterstützt werden sollten. Denke ich auch nicht, dass da das Problem ist. Bleibt nur noch ein Teil übrig. Naja, der Chip hier selber. Das ist, wie bei mir üblich, irgendein chinesischer Nachbau von einem Sensor, den es auch offiziell zu kaufen gibt. Eventuell habe ich einen schlechten erwischt. Also nochmal gesucht und ja, richtig im Kopf gehabt. Ich habe mir damals von denen zwei gekauft. Das heißt, ich habe noch einen auf Reserve für den Fall, dass der hier kaputt geht. Aber ich habe ihn angeklemmt und die Kurven sehen quasi genauso aus. Also das ist offensichtlich nicht ein Problem jetzt direkt von diesem Board. Also jedenfalls nicht, dass nur irgendwie was kaputt gegangen ist und nicht so ist, wie der Hersteller das vorgesehen hat. Auch sonst, ich habe mal mich umgeguckt, habe mit der Library rumgespielt, die dafür ist, aber die macht auch nicht viel anderes. Kann mit den Daten hier von dem Sensor nichts anfangen. Am Ende bleibt mir da nur die Vermutung, dass irgendwie der Hersteller hier von dem Board oder der das geklont hat, gefälscht hat, wie auch immer, da irgendetwas falsch gemacht hat und die Schaltung quasi kaputt gemacht hat. Denn, naja, der Originalsensor wird funktionieren. Davon gibt es ja auf YouTube Videos. Von daher glaube ich nicht, dass es ein generelles Problem ist mit diesen Pulssensoren, sondern eher damit, was mir hier geliefert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie vielleicht ein Chip vertauscht wurde, ein Widerstandswert vertauscht wurde. Das sind so Sachen, die treten halt leider bei solchen Sachen häufiger auf. Ich hatte es bisher noch nicht, dass wirklich dann die komplette Funktion weg war. War vielleicht mal irgendwie ein
Teil weg oder sowas, aber dass die Grundfunktion nicht geht, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal für mich und ich kaufe eine Menge irgendwie in dubiosen China-Shops da an Zeugs ein. Und das ist dann jetzt die Stelle, wo ich dann auch sagen muss, okay, wir brechen hier mal ab. Offensichtlich funktioniert es nicht. Wir haben versucht, den Fehler rauszukriegen und sind uns relativ sicher, dass es sehr wahrscheinlich an dem Board hier liegt, was mir geliefert wurde. Wie schon gesagt, wenn ihr das Original kauft, dann werdet ihr das Problem wahrscheinlich nicht haben. Dafür gibt es auf YouTube hier zu viele Videos, wo das funktioniert. Also ist offensichtlich nur ein Problem mit diesem Nachbau, den ich hier erwischt habe. Ganz aufgeben werde ich allerdings jetzt auch noch nicht, denn wie ich gerade gesehen habe, dieses Pulssensor-Design hier, das stammt original wohl von Joel Murphy und das steht unter irgendeiner Art von Open Hardware License. Das heißt also, ich komme zumindest mal an die Schematic dran, also habe den Schaltplan und kann dann jetzt auf die Suche gehen. Vielleicht findet man ja in einem zukünftigen Video raus, was die hier falsch gemacht haben, was das dazu führt, dass hier so ein Unfug passiert. Eventuell einfach nur irgendeine Entkopplung, die fehlt oder sowas. Ich werde auf jeden Fall mal durchgehen, mal versuchen rauszukriegen, wie das aufgebaut ist, was da an Komponenten verbaut sind. Und ja, wenn ich da irgendwie was Sinnvolles rausfinden kann, dann werden wir das auf jeden Fall hier noch sehen. Bis dahin bleibt aber das Fazit von eben. Hier dieser China-Nachbau tut offensichtlich nicht, was er soll.